Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Fahrdienstleiter-Video. Wir sind in Alexandro und das ist eine mittelgroße Station. Ihr seht es schon hier am Schaltbild. Wir haben diverse Abstellgleise und wir haben sogar Gleise, die belegt sind. Wir haben insgesamt drei Ein- und Ausgänge. Einerseits hier links mit O, dann haben wir hier oben C und ganz rechts haben wir hier N. Und das Gemeine ist, es sieht zwar aus, als wäre hier alles elektrifiziert, dem ist aber nicht so. Nämlich zum Beispiel hier unten, die zwei Gleise sind nicht elektrifiziert und da zwei sind ebenfalls nicht elektrifiziert. Und da werde ich mir jetzt gleich schon mal eine kleine Hilfe machen und werde hier ein kleines Schildchen machen und sage hier, keine Einfahrt mit Elektroloks, das kann ich auch hier so verschieben, betrifft die zwei Gleise hier. Und das gleiche machen wir hier unten. Das ist einfach für mich als kleiner Reminder. Okay, schauen wir uns doch mal die Station an sich an. Das ist hier, jetzt muss ich mal kurz spicken, wo wir hier genau sind. Ah ja, das ist hier der Posten AK. Das, wenn ihr jetzt hier mal auf dem Schaltbild sitzt, das ist hier unten. Und ist eigentlich relativ gemütlich eingerichtet. Da seht ihr, da ist das Gleis, also das Kopfgleis da vorne. Und da hat es keinen Saft drauf. Und in die Richtung haben wir erstmal einen schönen Kalender. Ja, das Detail gefällt mir. Dampflok braucht es in dem Spiel wirklich noch. Und ja, da ist der Bahnhof und hier sind wir schon die Wagen, die hier rumstehen. Hier hat es eben keinen Strom, aber hier drin hat es dann wieder. Was haben wir hier ansonsten noch? Eine schöne Pflanze. Grünen Touch. Ist nie falsch. Elektrokästen und das war's. Gehen wir mal raus. So, da. Hier eben das Kopfgleis. Hier immer die Hauptstrecke. Und hier den Bahnhof mit zwei Bahnsteigen, aber ein Perron, so wie sie es hier drin haben. Und eben hier sind die Wagen, die uns hier blockieren. Aber das soll uns erstmal noch nicht stören. Noch ist nicht viel los. Vielleicht kommt da jemand vorbei und will sich die Wagen hier holen. Da sieht man schon Perron 1 und Perron 2. Und der Perron 2, der ist noch speziell. Das zeige ich euch mal. Der ist hier hinten. Ebenfalls ein Kopfgleis hier. Da können theoretisch auch Elektro-Triebwagen rein. Und es gibt hier sogar eine kleine Überholstelle, beziehungsweise ein Manövergleis, je nachdem, wie man das sehen will. Der Perron geht bis hier ganz nach vorne und das Gleis geht da vorne mit dem wieder zusammen. Und auf dem Schaltbild ist es der Bereich hier. Und da solltet ihr nur einen Zug reinschicken, der vielleicht hier auf C wieder rausfährt. Ansonsten müsst ihr da hin und her rangieren. Außer wenn er zum Beispiel hier reinkommt und Elektrotriebwagen ist, könnt ihr ihn auch theoretisch hier reinschicken. Ist möglich. Einfach darauf achten. Also wenn er unten auf die Hauptstrecke soll, dann wird es spannend. Okay, und hier geht es dann hier in die Abstellgleise, beziehungsweise hier links dann geht es dann weg auf diese eingleisige Spur. Gehen wir nochmal in unser Häuschen rein. Ah, das hat er schon gemacht. Wir haben hier nämlich zwei Spawns. Hier ist das, muss ich kurz gucken, AK1. Hier unten ist quasi die andere Seite von dem Ganzen hier. Hier war ein mechanisches Stellwerk drin. Und da können wir ebenfalls reinspawnen mit den Hotkeys bei dem Bahnübergang. Und da sehen wir jetzt auch die zwei Gleise, die hier besetzt sind. Einerseits hier diese Wagen da und da hinten stehen noch Wagen. Und das Signal hier ist ein bisschen verwirrend. Denn das ist das TM7-Signal und das wäre eigentlich für das Gleis hier. Und jetzt müssen wir aufpassen, das steht. Ups, das ist falsch. Oh, eine Tanke hat es hier hinten. In die Richtung wäre ich gerne reingegangen. Ah, okay, tut es mir ignorieren, was ich da gesagt habe. Dann war das jetzt irgendwie ein visueller Bug. Weil als ich vorher reingeladen bin, dann war das hier dran. Aus welchen Gründen auch immer. Okay, ne, dann ist es gut. Also das TM7 darf hier hinten das Gleis, da könnte, glaube ich. Ah, ne. Ah, nein, das ist gar kein Spawn hier hinten, TM7. Also TM18 ist ein Spawn, I106, H103 und L. Ja. Nicht sehr viel los hier, also eben hier kein Saft hier unten. Ansonsten der Rest hat hier Saft. So, da.
Ich würde sagen, wir bleiben hier drin. Und aussichtsmäßig... Oh. Ich würde sagen, ach, wisst ihr was, wir gehen auf den Bahnhof raus. Beziehungsweise, ich muss jetzt erstmal Bahnübergänge alle mal aufmachen. Während das passiert, gehen wir hier raus. Und stellen uns da oben hin. Damit wir hier einen besseren Überblick haben. Dann hätte ich gesagt, bleib mal so stehen. Ich glaube, da seht ihr ja ganz gut ein bisschen was, obwohl ihr ja da das Schaltpult im Bild mit drin habt. So, Bahnübergänge wieder zu. Und hier gelockt werden. Und ich sehe schon um 14.39 Uhr, hier kommt der nächste Zug. So, die sind alle gelockt hier. Bin zufrieden. Schauen wir uns das doch mal an. Hupale. Also, wir haben von Naterki BI nach Vitonia und er kommt vom Trail O und will nach C. Sprich, ich muss mal das mal ganz kurz hier hinziehen. Trail O. Das heißt, er kommt da von links, fährt dann hier rein und dann will er hier oben nach C. Das ist gar kein Problem. Das Schöne hier an dem Bahnhof ist, wir haben ja halbautomatische Fahrstraßen, das werden wir dann gleich in Action sehen. Das heißt, ich muss nicht die einzelnen Weichen hier anklicken, sondern kann ich mir sagen, von wo nach wo, und er macht mir die Fahrstraße. Das ist sehr praktisch. Also mal gucken, 14.39 Uhr, gehen wir nochmal hier ins SWDR. Das ist ein Triebwagen. 14.39 Uhr, jetzt ist 1.30 Uhr, also müsste dann jeden Moment eigentlich dann kommen. Jetzt hat eh noch keiner was geschrieben. Okay. Oh, mal, oh, Moment mal, jetzt sehe ich gerade. Ah, halt, das wollte ich gar nicht machen. Er bleibt hier 6 Minuten stehen. Okay. Ja, ist kein Problem. Das ist übrigens witzig, mein Vorgänger hat hier einen Zug gehabt mit 26 Minuten Verspätung und der ist nach wie vor unterwegs. Der ist aber lange unterwegs, bis 16.10, 16.12. Und hat um 12.19 gestartet. Krasse Sache. Okay, dann warten wir mal, bis die Anfrage kommt. Und dann geht's los. Wird schon schief gehen, wie immer. So, da haben wir auch schon die Anfrage gekriegt. OZDLA 5612. Warte mal, 5612? Ich bin mir gar nicht. 65425. Okay, dann sagen wir ihm, Track is free. So, dann dürfte es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis der Alarm kommt. Und da ist er. So, jetzt werden wir hier noch nichts Automatisches machen. Wir geben das hier dann einfach frei. Was er mich interessanterweise gar nicht machen lässt. Dann machen wir es halt nach Automatik. Nein. Sehr gut. Für alle, die wissen wollen, wie das übrigens funktioniert, ihr müsst Shift drücken beim ersten Punkt, dieses Signal, und dann Shift wieder loslassen und hier auf die Punkte hier in der Mitte klicken, dass ihr quasi da auf diese Strecke wollt, und dann macht ihr euch die Fahrstraße. Und Disclaimer, das Video ist nach wie vor kein Tutorial. Ihr dürft es gerne zugucken, aber es ist kein Tutorial oder Wegweiser, wie ihr es richtig macht. Das kommt noch. Ich wollte das nur noch mal gesagt haben. So, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis hier dann rot zum Blinken anfängt und dann rot wird. Und währenddessen werde ich mir schon mal
mal raussuchen und meinen Text vorbereiten und... Hallo Katze. Der kommt dann nach Vitonia. Lass mich das mal bitte kopieren. Dankeschön. Okay, das sind die 65425 und Block Vitonia KW. Super, das tun wir gerade mal kopieren. Und wer ist in Vitonia? Mate Katz. Keine Ahnung. Kann ich nicht aussprechen. Okay, das ist ein Block Vitonia KW. Haben wir schon mal voreingespeichert. Sehr gut. Und jetzt beginnt das weitere Warten. Und da ist es auch soweit. Es blinkt rot. Sprich, er hat die Ausfahrt. Und dann dürfte er gleich jeden Moment losfahren. Dann gucke ich mal. 65425. Ja, noch steht er. Dürfte aber nicht mehr lange dauern. Das ist jetzt interessant. Der Block wurde aufgelöst. Ah, weil er geht. Okay. Oder? Nochmal so Bescheid. Also, dann haben wir jetzt hier keinen Zug. Ja, dann werde ich mir hier auf 16 Uhr erstmal dann einstellen. Und dann sollte man ein bisschen mehr kommen. Ja, mal gucken. Bevor ich erstmal steht, bis wieder was los ist. Okay, liebe Leute, es sind wieder mal ein paar Fahrer reinkommen. Interessanterweise ist 65425 jetzt wieder kommen. Da ist eigentlich geheißen, ja, der hört auf, aber jetzt ist er wieder da. Interessant, was mit einem aktiven Fahrplan. Bin mal gespannt, ob der gelöscht wird. Mal gerade sehen. Und dann haben wir noch den Fluffy Boy. Also, Fluffy Boy Simon. Ist er vielleicht ein Furry? Wer weiß. Kommt jedenfalls A von O rein, sprich von links. Und hat einen Halt von 5 Minuten und fährt dann auf der Hauptstrecke weiter nach rechts. Und das da ist wieder ein Triebwagen. Und dann haben wir hier um 15.57 Uhr, das ist ein bisschen lang hin, eine einzelne Lok, eine U07418. Und der fährt auch einmal von links nach rechts. Was mich gerade daran erinnert, wir sollten mal hier die Fahrstraße wieder auflösen. Mit dem Stift raus. Und zurückgesetzt. Sehr gut. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, was mit ihm da ist. Aber ja, ich gehe mal davon aus, das wird gelöscht. Und der Fluffy Boy, der hat eine Verfrühung von 5 Minuten. Wie hat das geschafft? Jetzt dann bald bei mir sein. Aber mein Junge, ich werde dich nur auf Plan wegfahren lassen. Nach Sitzli Goba. Das heißt, ich werde mal hier schon mal die Nummer rauskopieren und den Notepad reinkopieren. Und komm, ich will das da hier kopieren. Der mit SZ liegt irgendwas, kann sich aussprechen. Tun wir schon mal SZ6. Upp. Wenn's der ist. Okay. Warten wir doch mal ab, was passieren wird. Jetzt ist 14.48 Uhr. Mit seiner Verfrühung 15.02 Uhr. Habe ich noch ein bisschen Spielraum. Und da kommt der Alarm von Lisco. Lisco VI. Schauen wir mal, wer das ist. Lisco VI ist vermutlich 98765 und er fährt weiter nach Hedge Manis. Okay. 98765 hat eine Minute Aufenthalt. Das ist so einer.
Alles klar. Lisco, NSWG nach O. Ja, das passt. Der fährt hier einmal gerade durch. So. Den Text für den habe ich mir schon mal vorbereitet. Hedge Manis. Er hier, Lehrling. Alles klar. Cool. Und der ist jetzt da oben auch wieder verschwunden. Das ist 65425. Keine Ahnung, was da abgeht. Ich würde das gerne löschen. Das ist schon schon weit hinter der Zeit. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal machen. So, da. Dann ist das hier sauber. Ich habe es hier gern ordentlich. Und jetzt warten wir, dass er hier die Fahrstraße stellt. Es ist 14.54 Uhr. Planmäßig um 15 Uhr da. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir immer hier die Einfahrt. 5 Minuten ist er da. Also von Signal B nach dahin. Dann habe ich die Fahrstraße. Es ist echt super praktisch mit der Halbautomatik hier. Hat aber auch seine Tücken. Und dann kann er hier durchbrettern. Und wenn er dann da ist, frage ich dann gerade, hätte man nichts, aber ich gehe mal davon aus, er wird dann gerade durchfahren können. Also planmäßig weiterfahren können, so. Ich glaube, so wie er auftaucht, frage ich. Wenn man eine Minute hier stehen muss. Okay, er ist zwar noch nicht da, aber es ist jetzt 7.50 Uhr. Ich frage, hätte man nichts jetzt schon mal an. 98765. Schauen wir mal, ob er am Fahren ist. 98765. Ja, der ist am Fahren. Mit einer brutalen Geschwindigkeit von 49 km/h. Da oben. Can I send you 98765 on Block Hetmanis LG? Ich glaube, ich warte auf 58. Ja, soll ich jetzt schon? Das ist 58. Ich frag mal. Und da kommt der nächste Block. Das ist jetzt kann sie nicht aussprechen. Bis Zützner, das ist einer mit 5 Minuten Halt hier, das ist 20.106. Immer im Arsch schon mal die Einfahrt. Sehr gut. Jetzt 20.106 und 58. Okay, das ist das, was er dann hier reinfahrt. Und Hedge Manis sagt mir noch nichts. Das ist schlecht. Ist aber auch noch nicht da. Aber bei jetzt hat er geschrieben. Sehr gut. 3820. Habe ich bei mir gar nicht. Also. Hier wählen wir aus. Hetmanis LG. Das ist jetzt das Menü leider nicht. Dann hätte man das schon mal reserviert. X210. Geht uns auch nichts an. Hoffen wir, dass der jetzt mal bald hier auftaucht. Und wieder klingelt 46210. Nö.
Er ist auch nicht bei uns. Und der andere ist auch schon losgefahren. Der Piszczycner. Hi Katze. Das ist der da 20106. Für den habe ich auch schon einen Text vorbereitet. Für Lichstüngova. Level 6, bei dem ist noch nichts los. Hat er schon mal vorbereitet. Und dann lassen wir die schön planmäßig raus. Vor allem den zweiten hier. Und dann geht es um 11 nach gerade schon wieder los mit dem nächsten. Bleibt da ganze 10 Minuten hier. Geil. Okay. Warten wir gesagt. Jetzt ist 15:01 Uhr. Wo ist der Zug? Immer diese Verspätungen. Und da ist schon mal 98765. Sehr gehört. Sagen wir mal, wie term. Kann man gerade beobachten bei der Einfahrt. 50 km/h habe ich eine Langsamfahrstelle. Kann man dann bei den nächsten dann beobachten, ob die dann auch so langsam reindückern oder ob er einfach nur so langsam ist. Denn was fährt er? Ja, okay. EP08. Zurück ins Spiel. Boah, der Fahrplan wird auch immer länger. Oje, oje, oje. Komm, Bub, gib mal Gas. Das ist ja schlimm. Könnten aber die Sperre. Na, das konnte man da nicht auflösen. Das lassen wir noch gesperrt, bis er da über das Signal drüber gefahren ist. Nur zur Sicherheit. So, sagen wir mal Hallo in Hetmanis. Hetmanis hat angenommen. Und Starelli Povo kommt auch schon mit dem nächsten Zug. Sehr geil. Boah, Junge, gib mal Gas hier, bitte, danke.
So, Fluffy Boy Seaman, Abfahrt 15:11. Der bleibt noch ein bisschen. Der fährt aber auch mit Fullspeed rein. Da ist er ja, der Kollege. Mr. Slow-Mo. Das liegt für mich. Alles klar, gehen wir wieder hier rein. So, und dann gehen wir eben mal die Fahrt. Den SWDR tun wir mal die Zeit abstempeln. Would like to connect to your station. Ne, tut mir leid. Jetzt mal nicht. Ab. Das wäre super. Okay. Er ist weg. Bin ich mal gerade nicht sicher, was jetzt mit ihm los ist. Ob er jetzt wieder kommt. Das heißt L-E-K-C-J-E. People, was heißt das? Hallo? Ach, Glasses! Geil. Können wir das mal auflösen hier? Ich glaube, das ist das hier. Und seinen Fahrplan wieder löschen hier. Okay, so, und der Fluffy Boy um 15:11 Uhr. Und währenddessen kommt von Starelipovo noch was rein. Da wir noch. Fahrstraße von da. Da. Dann wäre das schon mal. Und für den Fluffy. Den Goba. Wird mal fragen. Aber ja, sagt. In 2 Minuten, sagt er. Ja, dann warten wir noch. Schön ankalten da vorne. Aber geil. Ich glaube, da mache ich vielleicht dann. Ah, da mache ich einen Chaos-Screenshot. Da werde ich mal nicht reporten, bin immer nett. So, Dela, Sitchigova, 15:11. Bei ST. Der Depovo ist arm vorn. Der bleibt dann 10 Minuten da. Der Puls gerade wieder nach oben.
Lisko als nächstes. Ja, jetzt geht's hier aber ab hier. So, ich möchte dich loswerden. Du warst Stitching Over ST. Ja, ist richtig. Einmal anfragen. Jetzt hat er es abgenommen. Okay, dann K2 nach da. Und der 25915 ist auch da. Mal gerade mal abstempeln. Vita, mein Freund. Und geben hier einmal nach oben. Kommen sie alle rein, jetzt wird es echt stressig. So, und der, was jetzt rein ist, 25915. 5915. Hallo. Ah, danke. 25915. Ah, das sind jetzt wenigstens welche mit SBL-Blöcke. Ich muss jetzt hier zwingend anfragen. 1, 2. Ist bei mir auch nicht. Cool. Dann können wir für dich mal die Einfahrt hier machen. Und schon wieder. Ebenfalls nicht für mich. So, 25915 fährt um 15:21 Uhr ab, jetzt ist 15:12 Uhr. Warten wir noch. Und der aus Lisko fährt um 19 Uhr ab. Der hat einen technischen Halt. Wobei, den aus Lisko, den könnte man eigentlich eins weiterfahren lassen. Hier nicht stehen. Ah, es ist ein PT. Technischer Halt. Okay. Sprich. Den ein bisschen weiterfahren. Da ist auch unser Kollege. Moin. So hin. Regio Express Wagen. Schön, mit dem muss ich auch mal fahren. Halt Pult wieder rein. Cool, läuft. Ich werde aber mal schauen, dass wir unseren Express ohne Halt rauskriegen. Hoffentlich geht es. Blöcke im letzten Moment heute reservieren, damit sich das andere Stellwerk freut. Und nachdem zwei Auto hier kommen, zwei normale und einer Ende, dann wieder zweimal Auto, das habe ich gern. Und ich habe keinen, der auf den C-Trial rausfährt. Ist ja noch entspannend. Gut, gut, gut. Wieder gescheppert.
FTYFTVV, das ist der 5832. Komm. So, dann schauen wir, ob wir den schon mal rausschicken können. Ah, der muss noch Testobo SL. Warte doch ein bisschen. Probieren wir es mal. Ja, sehr gut. Wurde angenommen. Sehr geil. Man kann ja gerade durchflitzen. Und hat Durchfahrt. Exit. Ah, durchpfeifen. I'm Express. Ja, ich weiß, dass du ein Express bist. Komm, gib Gas. Dann lassen wir den anderen Akkord durch. Alter, hör mal auf mit deiner Hupe hier. Und da fährt er durch. Tun wir das gerade mal abtickern. Alter, hier ist zum Klingeln bis zum geht nicht mehr. Der hat hier trotz PT angehalten, der Flamme hier. 7501 kommt als nächstes. Scheiße, das ist ein Express. So, und wir gucken mal wegen unserem anderen Zug. Der muss nach Dropzlü irgendwas, LZ, habe ich noch gar nicht frei. Kann ihm das noch gar nicht reservieren. Ah doch, jetzt LC, Dropzlü LC. Miki will connecten. Na, jetzt leider nicht. So, dann gehen wir eben hier schon mal die Ausfahrt. Er hat das erledigt. Du bist leider da mal nach unten, weil du hier einfach angehalten hast. Und gib Gas, mein Freund! Holy shit. Hier los. ZDLA 133 766 57.
Nix da. Das ist viel zu früh. Es ist 20 nach. Holy shit. Oder 20 nach. Er fährt auch pünktlich. Sehr gut. Weg mit ihm. Was ist jetzt da mit SOS? Alter, willst du mich verarschen? Train is broken. Oh Mann. Geil. Jetzt haben wir hier jemanden, der nicht weiterfahren kann. Geil. Kein Saft. Geil, jetzt ist der andere da. Geil, geil, geil. Ah, solche Sachen sind immer super. So, jetzt hau ab, weil ich brauche die Strecke. Geil. So, jetzt ist hier der Streckenblock blockiert. Das ist jetzt geil. Oder doch nicht. So, 7501. Rüttigner CM. Schauen wir mal, Rüttigner CM NK.
Richtung dann auch. Dann gehen wir auch hier wieder die Fahrstraße. Ah, scheiße, das habe ich jetzt falsch gemacht. Was ist das? Fuck. Standby. Ja, du darfst fahren. Und tschüss. Coole Sache. Ist zu früh. Dann haben wir jetzt noch den, der aufhört. Have a good ride. Tschüss, Kowski. Leute, fahrt's wirklich nur mit Loks, die, mit der ich euch auskenne und mit denen ihr auch mit Fehlern umgehen könnt. Gerade die EP08 und Co. sind gemein. Bei Störungen. Da lippe ich dran, dass ich da noch ein Tutorial machen muss. Plus, plus natürlich. So, und dann haben wir 4567. Der kommt aus NS. WG, also von rechts, glaube ich, oder? Alles rechts? Yes. Und hört hier auf. Ich hoffe, der wird auch wirklich aufhören, ansonsten werden wir hier mal ein bisschen manövrieren müssen. Wobei, eigentlich nicht unbedingt. Kommt da nur von OC einer. Das ist ein Güterzug. Hey, 20 Minuten zu früh. Nee. Okay, dann würde ich sagen, geht's wieder weiter, wenn was los ist. Jetzt will er den Güterzug schicken. Viel zu früh. You can send him. Okay, dann werden wir den bei uns mal aufs Abstellgleis schicken. So viel zu früh. Aber jetzt habe ich Platz bei im Fahrplan. Mal kurz annehmen hier. Fahrplan, der eine, der aufgehört hat. Der ist jetzt weg. Jetzt haben wir noch den einen hier. Das geht sich aus. 48 war der nächste. Jetzt ist 32, also kann der jetzt mal hier reindüsen. Und dann werden wir den hier von S. Und das mal so: von S nach dahin. Echt angenehm. Und dann düst er hier rein und dann kann er hier wieder rausdrüsen. Dann auf NSWG Psari. Psari werden wir dann anfragen müssen. Weil das so viel zu früh ist. Aber Psari hat ein Ausweichgleis. Was er dazu sagt. Gut, gut. Also, geht wieder weiter, wenn was los ist. Da haben wir ja unseren Güterzug. Er ist ja noch gut unterwegs hier. Das Problem bei ihm ist jetzt aber, dass Psari offline ist. Das ist seine letzte Station, das werden wir jetzt ihm mal kurz sagen. Psari. Went offline. Okay.
Mal schauen, was er dazu sagt. Ansonsten... Okay, er wird hier enden. Alles klar. Das Mikrofon anders ausrichten und dann habe ich eigentlich nur noch einen Zug und das ist ein Express. 4362, 48 soll der hier wieder weg sein. Jetzt ist 7:30. Sollte sich ausgehen, wenn er jetzt keinen Blödsinn macht. Ja, vielleicht hat er ja Glück und Sanhai kommt nochmal online. Weiß man ja nie. Wenn wir mal Zeit haben, wir können ja mal hier runtergehen. Und werden uns mal das Elektrogewitter hier geben. Ja, passt. Ja, jeden Moment da sein. Jetzt schon mal langsamer. Spannend, was er alles hinten drauf hat. Und SWDR wird sich beschweren. Was los? Achso, nur dass ich in 20 Minuten meine Schicht vorbei ist. Nervige Message, weiß ich ja ohne. Und da ist er ja. Hat Solo-Lock. Irgendwie hat deine Lok keinen Sound. Dead. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz ins andere Stellwerk. Ich muss mal kurz schauen, wo ich dich hinstellen kann. Mal kurz gucken. Habe ich keine Oberleitung. Ich glaube, wir machen was anderes. Machen wir mal das Schaltbild. Just give me a sec. So, da. Schaltbild angucken. Er steht jetzt da unten. Müssen wir dann da oben rauf. Müssen wir mal schnell ein Gleis outgucken. Nein, ich lass dich nicht rein. Ich muss da vorne mal auf das Gleis hin. Ich muss wissen, was das ist. Zu schauen, ob ich ihn da hinschicken kann. Ah, ich hätte gern extra Fast Sprint, bitte. Danke. Wissen, was das eine Kopfgleis da ist. Könnten ihn auch da reinschicken. Aber das eine Kopfgleis müsste eigentlich hier sein. Ja,
hier rein, schickt mal hin. Okay. Gehen wir mal hier rein. So, der andere kommt bei U rein. Wir machen jetzt Esther. Ah, wieso macht er das jetzt nicht? Ich mache das jetzt richtig. Ja, raus hier. Zurück auf die Station. Cool. Haben wir ein bisschen Manöver. Das gefällt mir. Mickey would like to connect to your station. Nein, ich mag nicht. Ja, was ist mit dir? Alles gut. Sehr cool. Und wenn er jetzt dann hier drin ist, schickt man hier nach oben. Sprich, Manöver von da nach da. Gut. Stop behind H102. You are putting your wrong sim lights. It's not a big problem, but it should be on white light. So, und der Intercity taucht dich auf. Ja, ist ein bisschen blöd, das mit dem TM-Signal hat er wirklich gesperrt, weil ich hier das so aufgemacht habe. Deswegen, wie gesagt, kein Tutorial hier. Vielleicht, dass ich das Signal hier manuell auslösen kann.
So, bitte schön da nach hinten weiter reinfahren. Gut, dann machen wir das mal hier manuell stellen. Geben wir da mal Hilfssignal, wobei, das wäre dann hier, oder? Wieso gibt er mir das jetzt nicht? A103. Komm, wieso gibst du mir jetzt da das Signal nicht? Zeta 103M. Hier machen. So, wieso kriege ich das jetzt hier nicht auf? Warte mal, ich glaube, ich muss das hier so machen. Ah, jetzt macht das. Ah, falscher Button. Stimmt, die M. Ja, das war ein Hirnfurz von mir. Ich hätte die Autofahrstraße nicht mit dem Signal machen sollen, sondern hier mit dem kleinen Punkt für Rangiersignal. Hier vor dir. Schön. Haben wir da oben den Look stehen. Fahrplan ist natürlich gelöscht. Da ganz hinten ist er. Mach das. Warum bewegt er sich jetzt wieder? Moment, wenn er jetzt die Lok abstellt. Lass uns weiter nach unten gehen. Und tu den da mal beobachten. Loks kommen jetzt ja keine mehr. Gehen wir mal auf dem Gleis, weil ich weiß, da kommt jetzt nichts mehr. LNM Michael. Ich glaube, das wird dann Screenshot. Nice. Coole Sache. Eine coole Idee, da mit dem Look abstellen. Mal irgendwie mal was so Notizen machen zu den Stationen, wo man wie was abstellen kann. Schade, dass er einfach keine der Waage hier abholen kann. Alle im Off sind. Alright, bye. Have a nice day. Party off. Shell deleted. Okay, aber die Lok ist weg. Die Sperre ist weg. Und ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen.
machen wir ein kleines Abenteuer hier. Und ja, man weiß, vielleicht mache ich das dann doch wieder mal im Livestream, dass wir hier auf Stellwerk machen. Aber es ist mir total stressig teilweise. Ist so cool, dass die Uhrzeit hier die echte Uhrzeit ist. Cooles Detail. Also, bis denn dann. Und wenn ihr Anregungen habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin's dann erstmal. Tschüttle! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.